Sowohl bei Jagdgegnern wie auch bei deutschen Jägern macht sich aktuell ein gewisser Unmut breit. Die Rede ist hier von mangelhaft ausgebildeten Jungjägern, welche in einem 2- oder 3-Wochen-Kurs ihren Jagdschein erworben haben. Das ist ein Problem, dem wir deutschen Jäger begegnen müssen, aber auch können. Vorreiter an dieser Stelle ist wahrscheinlich die Jagdschule von Fürstenberg, welche ihren Jagdschülern anbietet, nach bestandener Prüfung zusammen mit dem Lehrpersonal eine Jagdreise zu machen, die ersten jagdlichen Praxiserfahrungen und auch das erste Weidmannsheil zu haben. Das Ganze fanden wir super interessant und waren deshalb zusammen mit einigen Schülern von dieser Jagdschule im Sommer 2022 in Tschechien und haben dort gejagt. Viel Spaß mit diesem Video. Hi, mein Name ist Roman von Fürstenberg und ich führe eine Jagdschule in der Nähe von Hamburg. Ich bin Revierjagdmeister und führe jetzt den Betrieb seit 2017 mit reinem Fachpersonal. Wir haben noch einen Revierjäger dabei, also einen gelernten Berufsjäger und auch einen Büchsenmacher. Dazu noch einen weiteren Revierjäger und Rüdemeister, Chris Balke, der hauptsächlich Nachsuchen macht und dann den Jungjägern in jedem Kurs auch nochmal was genau zu dem Thema erzählt, was ja sehr wichtig ist. Und einer der von Roman ausgebildeten Jungjägern ist Veriko, den wir jetzt auf einen Abendansitz begleiten. Wir sind jetzt gerade hier in Tschechien, weil wir Jungjäger auf ihrer ersten oder auch vielleicht zweiten Jagd begleiten. Neben den normalen Jagdkursen, also Online- und Intensivkursen oder Wochenendkursen, die wir durchführen, wollen wir die Leute auch ganz gerne wirklich mit der Jagd verbinden. Das ist in Deutschland für viele nicht unbedingt sofort möglich und daher bieten wir natürlich auch Seminare an und darunter auch diese Jagdreise hier nach Tschechien. Das ist nicht die klassische Jagdreise, wo man wirklich als Trophäenjäger für viel Geld schießen muss. Klar kann man das auch machen, aber es geht auch, dass wir einfach Rehböcke jagen, Kahlwild jagen und so unter Führung 1:1 die Leute an ihre ersten jagdlichen Erfolge bringen und dann darüber hinaus natürlich auch das Aufbrechen den Menschen beibringen, nochmal ein bisschen gezielter, als das in einem normalen Kurs möglich ist. Solche Sachen wie den Herzknochen auslösen, diese ganzen Trophäengeschichten und auch das Brauchtum wird hier nicht nur gelehrt, sondern auch richtig gelebt. Schweine. Und dass die Revierwahl hier definitiv richtig war, sollte Berufsjäger Jürker direkt unter Beweis stellen, denn er führte uns direkt, noch bevor wir auf dem Hochsitz waren, an eine Rotte Saum. Wir haben gerade in der Corona-Zeit sehr viel online gearbeitet und da war zum Beispiel auch Vedigo einer unserer Schüler, der die Prüfung bestanden hat. Das heißt, die Leute lernen erstmal komplett die gesamte Theorie online, nicht bei uns vor Ort, und kommen dann für wenige Praxistage zu uns zum Schießen. Dort brechen wir auch auf, haben die Waffenhandhabung, machen einen Wildparkbesuch, die ganze Praxis, die dazugehört. Aber dann gibt es eben noch diesen Punkt, es hat nicht jeder ein Revier und muss auch teilweise mal ein bisschen an die Hand genommen werden. Und Vedigo ist jemand, der sehr lernbereit war, viel gelernt hat, viel dafür getan hat, aber dem einfach die Möglichkeit fehlte, ein bisschen jagen zu gehen und auch ein bisschen an die Hand genommen zu werden. Und deswegen sind wir jetzt hier. Vedigo ist dabei und wird hier gerade jetzt, ist ungefähr ein Jahr her die Prüfung, seine ersten jagdlichen Schritte gehen und das natürlich irgendwie hoffentlich auch erfolgreich. Ab welcher Größe wollt ihr die Schweine jagen oder erlegen? Minimal 15 Kilo. 15 Kilo? 15 Kilo minimal. Okay. Und die wir gerade gesehen haben, wie groß waren die? Ja. Wie viel Kilo? Ja. Maximum 13. Okay, also warten wir auf größere Schweine. Probieren. Also wir haben jetzt den Sitz bezogen. Wie schon erwähnt und gezeigt, haben wir beim Angehen schon eine Rotte Sauen vorgehabt. Und ja.
Wediger, erzähl mal kurz. Du hast jetzt gerade frischen Jagdschein gemacht. Ja, genau. Beim Roman. Beim Roman, das ist richtig. Jetzt knapp, ja. Okay. Und jetzt versuchst du dich, als nachdem du die Jagdschein-Ausbildung gemacht hast, auch wirklich Praxiserfahrung zu sammeln. Definitiv. Für mich als Großstädter ist natürlich schwer, an Jagdgelegenheit zu kommen. Deswegen habe ich dann natürlich gerne das Angebot von Roman angenommen, dass er Jagdreisen auch anbietet oder vermittelt. Ja. Ja, und vor allem begleitet, ne? Genau. Auf jeden Fall. 1:1 Begleitung durch schwere und erfahrenen. Genau. Also, erster sehr guter Respekt, dass man hier einfach ein bisschen noch jagen lernt, nachdem man die Prüfung bestanden hat. Das ist ja so ein bisschen das, was den Jagdschulen, gerade den Intensivkursen vorgeworfen wird, dass man nach der Prüfung halt noch kein Jäger ist, aber zur Jagd gehen darf. Und das finde ich hier mit dem, was Roman hier macht, sehr gut. Das wirkt dem nämlich entgegen. So, und da hinten kommt gerade ein Stück Rehwild auf die Schneise. Ja. Möchtest du das Kitz erlegen? Ja, okay, dann zieh das Schieß und auch weiß, dass du gerne mehr hättest. Es ist weit. Wenn Jungjäger bei ihren ersten jagdlichen Erfahrungen nicht ordentlich an die Hand genommen werden, passieren viele Fehler. Klar kann man auch durch Fehler lernen, aber es ist schöner und besser für die Leute, wenn sie wirklich ihre ersten jagdlichen Schritte in kompetenter Begleitung machen. Wenn ich mir das so vorstelle als Jungjäger, ich habe vielleicht mal gesehen, wie ein Stück aufgebrochen wird. Ich kann das noch nicht selber. Mir wurde vielleicht in der Schule was von Rehböcken erzählt. Ich habe irgendwo PowerPoint-Folien gesehen und viele Fotos oder kann mir Filme anschauen. Das heißt trotzdem nicht, dass ich in der freien Wildbahn einen extrem starken Jährlingssechser von einem 5-6-jährigen Sechser unterscheiden kann. Um die Fehler, die dann eigentlich zwangsläufig passieren, zu vermeiden, ist es ein großer Baustein, den wir als Jäger brauchen, um auch in Zukunft politisch ernsthaft wahrgenommen zu werden, dass wir die Leute an die Hand nehmen und sie dahin führen, wo wir die Zukunft des jagdlichen Handwerks sehen. Mediko, erklär mal kurz, was dürfen wir denn hier heute alles erlegen? Was gibt's denn hier alles? Es gibt eigentlich alles an Schalwildern, was man sich vorstellen kann hier in Tschechien. Hier in den Revieren gibt's Rotwild, Dammwild, Siegerwild, Schwarzwild, Rehwild. Das dürfen wir theoretisch auch gerade alles erlegen. Genau, es ist alles frei, was der Jagdschein erlaubt. Bin ich als Deutscher gar nicht so gewöhnt. Wird für dich auch wieder komisch, wenn du in Deutschland so ergänzt. Genau. Aber die Sauen beim Angeben waren schon zu klein. Und gerade steht da vorne ein Regiment Kids, die sind aber zu weit weg. Hast du dir schon selbst so eine Grenze gesetzt, wie weit du schießen würdest? Oh, ich denke, maximal 150 Meter. Ich weiß es nicht, ich kann das selber noch schwer einschätzen. Okay. Alles klar. Dann hoffen wir mal, dass was schön nahe kommt. Der größte Vorteil hier ist, dass wir uns sehr frei bewegen können und auf alle Schalenwildarten wirklich jagen können. Also wir haben hier Rotwild, Dammwild, Siekerwild, Schwarzwild, Rehwild, gerade in der Blattzeit ist es sehr interessant und sämtliche Raubwildarten. Und es ist auch nicht unbedingt ein Riesenproblem, wenn hier mal ein jüngerer Rehbock geschossen wird. Gerade in Deutschland ist die Rehwildhege ja immer noch ein Thema, wo wir sagen, wir wollen wirklich die alten Böcke schießen und nicht die, die zu jung sind. Aufgrund des Hegekonzeptes hier, das nicht mit dem Schwerpunkt auf dem Rehwild liegt, haben wir auch die Möglichkeit, mal einen Fehlabschuss zu machen, der hier niemandem wehtut, weil viel Wild da ist. Und der Jungjäger lernt einfach, wie sieht dieses Tier aus, was macht es wirklich aus, was sollte ich in Deutschland besser lassen, was mache ich da nicht. Und hat aber auch die Möglichkeit, hier wirklich alte 5-, 6-, 7-jährige Rehböcke zu schießen oder teilweise noch älter und da wirkliche Alterskriterien zu sehen. Und das trifft hier auf alle vorkommenden Schalenwildarten zu. Hier nochmal ein sehr schönes Beispiel für Veriko, denn uns wechselte noch eine Rotte an und wir konnten ihm nochmal zeigen, dass so eine Sau aussieht, die zu klein ist, um sie zu erlegen, wenn die Freigabe ab 15 Kilogramm ist. Und schon wenige Augenblicke später sollte Veriko die nächste Lektion lernen, nämlich dass man ab und zu auch mal schnell sein muss, wenn man Weibmanns Heil haben will. Du kannst
kannst schießen, ne? Waldmannsheil. Danke. Waldmannsdank. Perfekt gemacht. Mir schlägt das Herz bis hier oben. Ey, das hast du aber super gemacht. Du bist schön cool geblieben, hast dir keinen Stress gemacht. Danke. Und als der Bock richtig schön bereit stand, peng. Wir gucken jetzt der Bock mit Mama. Das sind drei Stück. Oder das Mama. Das Mama mit zwei Kitzeln. Sorry. Nicht das schlechte Sein im Gras. Wie fühlst du dich? Ist ein aufregendes Erlebnis. Ich bin aber froh, dass er direkt lag. Ja. Du brauchst nicht mehr flüstern. Ja, danke. Du hast gerade allen Tieren in der Umgebung verraten, dass wir hier sind. Auch sehr richtig. Lautstark. Ja, das ist fair. Guter Punkt. Auf geht's zum Bock, oder? Auf geht's zum Bock. Waldmannsheil zum dein erster Bock aufs Dopaugebirge. Lobus da! Waldmannsdank. Du bist gerade ein bisschen fertig, ne? Aufregend. Soll ich dir jetzt mal was sagen? Das ist der interessanteste erste Bock, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ist das so? Das ist ein super Bock, der ist alt. Ein Rücksprossengabler, das ist schon recht selten. Das ist ein richtig perfekter Start ins Jägerleben. Danke. Man merkte Veriko richtig an, dass er stolz war, jetzt nach der bestandenen Jagdscheinprüfung sein erstes Waldmannsheil gehabt zu haben. Man merkte aber auch, dass er froh war, dabei nicht alleine gewesen zu sein und durch einen Profi vor argen Jungjägerfehlern geschützt zu sein. Als Meisterbetrieb und Fachbetrieb stehen wir natürlich absolut dahinter, die Leute nicht nur durch die Prüfung zu bringen, sondern ihnen eine richtige Handlungssicherheit an die Hand zu geben. Das heißt, wenn jemand bei uns den Jagdschein gemacht hat, dann ist der morgen in der Lage, jagen zu gehen. Darf das rein rechtlich. Und unser Anspruch ist es natürlich, die Leute auch aus handwerklicher Sicht so handlungssicher auszubilden, dass sie das dann wirklich können. Nach der Prüfung ist es ähnlich wie beim Führerschein. Man muss erstmal richtig fahren lernen, so ist es auch bei der Jagd und so haben wir hier die Seminare. Ein Meisterbetrieb macht natürlich Sinn, alle Leute, die bei uns ausbilden, sind im Handwerk geprüft. Die Jagd ist ein Handwerk und dieses Handwerk wollen wir mit Hingabe weitergeben. Klasse. Ich bin gerade so froh und erleichtert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber nach dem langen Weg zum Jagdschein, irgendwie dann ist man auch ein bisschen stolz, oder? Auf jeden Fall. Jetzt hat man so die Prüfung hinter sich und ist wirklich zur Jagd gegangen, hat was gelernt und auch was erlebt.
hat sich gelohnt. Gerade im Jahr 2022 kommen verschiedene Trends, denen sich auch die Jagd irgendwo beugen muss. Die Corona-Zeit hat viele dazu gebracht, so ein bisschen zurückfinden zu wollen. Die haben gemerkt, Mensch, das Fleisch aus dem Supermarkt ist alles gar nicht so einfach. Ich möchte mir mein Fleisch selbst erjagen. Das ist inzwischen ein fester Bestandteil der Kursteilnehmer. Einige sind da sicherlich bei, die ihr Fleisch dann nicht erjagen werden. Andere finden durch diese Kurse auch über diesen Weg den Zugang zur Jagd. Und mittlerweile, muss ich sagen, sind viele dabei, die bei uns auch den Jagdschein gemacht haben, die eigentlich aus diesem Denken heraus kamen und das natürlich auch fortführen, aber sich inzwischen wirklich zu Jägern mit richtiger Passion entwickeln. Der andere Typ ist auch ein städtischer Trend, dass die Leute auch Scheine sammeln, würde ich es nennen. Also da ist der Segelschein, der Tauchschein, der Flugschein, dann gehört der Jagdschein auch dazu. Das ist so ein bisschen ein soziales Standing. Das kann man sehr kritisch beäugen und sagen, die wollen wir nicht haben. Was in meinen Augen ein riesengroßer Fehler ist, denn diese Leute haben sich dazu überwunden, obwohl sie gar keine Connection zur Jagd oder zum jagdlichen Handwerk haben, zu sagen, hey, ich melde mich an, ich mache den Jagdschein. Welche Scheine die sonst haben, was die machen, ist eigentlich total egal. Aber sie konfrontieren sich mit dem Thema, setzen sich absolut damit auseinander und absolvieren eine staatliche Prüfung. Jeder, der das so durchzieht, ist zumindest schon mal kein Jagdgegner, sondern er hat sich damit befasst und ist einer von uns. Und auf politischer Ebene wird der sicherlich eher für den Jäger sprechen, das haben wir bitter nötig, als für den Jagdgegner. Das Argument der Fleischgewinnung ist wahrscheinlich für jagdferne Menschen das am einfachsten nachzuvollziehende Argument, welches wir Jäger herbeiziehen können, wenn wir uns rechtfertigen müssen, warum wir zur Jagd gehen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir unsere Jungjäger in diesem Bereich über das theoretische Wissen hinaus ausbilden, was Berufsjäger Jürker hier sehr gut vormacht. Das auch, ja, ja, ja. Mit einer vorbildlichen Ruhe und Gelassenheit zeigt der Berufsjäger dem Jungjäger noch einmal, welche Schritte und Schnitte beim Aufbrechen zu beachten sind. Ja, sofort. Mit einer Strömung, so ist das. Nochmal. Kurz darauf gab es dann noch eine kleine Lektion zum Thema Weitgerechtigkeit und Jagdtradition. Der Bock wurde verblasen. Mit dem tschechischen Signal Bocktot. Dadurch, dass ich aus der Großstadt komme und auch jagdlich gar nicht so unbedingt die Praxiserfahrung habe, weil ich einfach so nicht aufgewachsen bin, konnte ich hier direkt das Angebot von Roman nutzen, Praxiserfahrung zu sammeln, geführt, um halt sicher zu werden, einfach Erfahrungen zu sammeln, das zu lernen in der Praxis, um dann später auch selbstständig und alleine ein guter Weidmann zu sein. Ihr werdet jetzt zu Rehwildjägern geschlagen, nach alten Gebirgen hier in Tschechien. Erster Schlag im Namen von St. Hubertus, den du das ganze Leben ehren solltest. Zweiter Schlag im Namen von tschechischen und deutschen Jägern. Und dritter Schlag im Namen von allen Rehwildjägern. Steht auf, bitte. Willkommen unter uns, Rehwildjäger. Machen wir es her.
Verdigo, dein Bock war wirklich sehr alt, sehr interessante Trophäe. Nicht nur, was der auf dem Haupt getragen hat, sondern auch, dass er das Hubertuskreuz hatte. Also von mir noch, nächste Trophäe, das Hubertuskreuz. So, bitte. Danke. Ihr seht also, dass es durchaus Sinn macht, mit frisch ausgebildeten Jungjägern noch eine geführte Jagd zu unternehmen. Es kommen natürlich viele unserer eigenen Absolventen mit hierher, die sich vielleicht auch schon zu einer Art Gruppenreise dann verabreden. Aber es können natürlich auch Absolventen fremder Schulen oder gediente Altjäger herkommen, um mit uns hier gemeinsam zu jagen und die Gruppen zu bereichern. Wir haben immer drei Optionen. Die erste ist einmal im Mai, wenn das ganze Grün frisch ist, eine reine Rehbockjagd. Dann haben wir die Blattzeit, wo es wirklich darum geht, Rehböcke in der Blattzeit heranzublatten und weitgerecht zu bejagen. Also extrem spannend. Und jetzt die letzte Gruppe ist die Gruppe, in der wir im Wesentlichen Kahlwild jagen. Das, was eigentlich eher so ein kleines Add-on bei einer größeren Trophäenjagd ist, dass man dann auch mal ein weibliches Stück schießen kann, das haben wir hier als Standard, so dass man auch nicht jetzt den teuren Trophäenträger hat, sondern wir können auch gezielt Kälber, Kitze, Schmaltiere erjagen und dann da eben auch einen lernenden Effekt rauszielen und natürlich auch das Fleisch mitnehmen, was für viele ein großer Anreiz ist, auch um diese Zeit hierher zu kommen. Ist eine mega Erfahrung. Ich würde es auch sofort wieder machen.